Hallo und ganz herzlich willkommen im Kloster Folgenroda. Mein Name ist Kezia und ich mache hier ein freiwilliges soziales Jahr. Ich bin gerade auf dem Weg zur Klosterkirche. Aber hört ihr das? Hier spielt doch jemand Klavier. Ich schau mal nach. Hallo Simon, das war echt schön. Jetzt, wo ich dich gerade so Klavierspielen sehe, wie lange spielst du schon? Ich spiele tatsächlich schon knapp 24 Jahre. Mhm. Ja, und es macht einfach Spaß. Das glaube ich dir. Und gibt es denn so ein Lobpreislied, was du am liebsten spielst oder was dir sehr viel bedeutet? Ja, da gibt es natürlich viele Lieder, aber jetzt, wo du gerade gefragt hast, ist mir mutig, komme ich vor den Thron gekommen. Und wenn wir gerade mal drüber sprechen, kann ich es ja mal kurz anspielen. Gerne. Also, da hätte ich jetzt am liebsten mitgesungen. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich mag das Lied wirklich sehr gerne, weil es einfach auch so im Text ausdrückt, worum es eigentlich im Kern unseres Glaubens geht, nämlich dass Jesus für uns bezahlt hat und den Weg freigemacht hat und dass wir deshalb mutig und ohne Angst vor seinen Thron kommen können. Und Jesus ist halt als Hohepriester dort für uns eingetreten. Er tritt sogar immer noch ein. Er ist dann einfach jetzt, hat diese Stellung für uns eingenommen, damit wir einfach frei zu Gott kommen können. Und das ist einfach echt Wahnsinn. Ja, ist auch ein großes Geschenk, dass wir so einfach so als Menschen mit Fehlern vor Gott treten dürfen. Also seinen Thron würdig genug sind und auch uns seine Kinder Gottes nennen zu dürfen. Du selber bist ja auch ein Kind Gottes. Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie hast du Jesus kennengelernt? Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich bin ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Und dadurch wird man natürlich nicht automatisch jetzt Christ. Deshalb war es bei mir so, dass meine Schwester mich einmal gefragt hat, als ich 10 Jahre alt war, ob ich denn schon Jesus in mein Herz aufgenommen hätte. Und als ich dann verneint habe, hat sie gefragt, ob ich das denn jetzt machen wollen würde. Und da habe ich ja gesagt. Dann haben wir zusammen gebetet. Und das war so der Startpunkt für die Beziehung mit Jesus. Natürlich entwickelt sich die stetig weiter, die Beziehung. Aber das war so halt, da hat es angefangen. Wow. Also es ist schon was Besonderes, wenn man so in jungen Jahren schon zu Jesus findet. Ja. Jetzt bringst du nach Folgenroda gerade nicht nur deinen Glauben mit, sondern auch deine Leidenschaft für Jugendliche. Du bist Jugendreferent. Wie kam es denn dazu oder was bewegt dich besonders, mit Jugendlichen zu arbeiten? Ja, also ich habe schon mit jungen Jahren angefangen,
schon als ich 15 war, ging es in meiner Heimatgemeinde los und ich durfte da langsam mitarbeiten, mitplanen. Das ist ein Konzept in unserer Heimatgemeinde, dass halt auch die Teenies schon noch als Teilnehmer trotzdem schon mitplanen können. Und das fand ich sehr, sehr cool und habe mich gefreut, mich da auszuprobieren. Und gleichzeitig wurde ich in diesem Zeitraum auch geprägt von meinem Bruder, meinem älteren Bruder, der hat zu dem Zeitpunkt Theologie studiert. Und das fand ich dann auch so spannend, dass ich das dann letztendlich auch angefangen habe, um da einfach noch eine Grundlage dazu zu schaffen, auch mit Jugendlichen zu arbeiten. Und das habe ich dann auch während des Studiums weiter verfolgt. Und als ich dann später in meiner Heimatgemeinde war, habe ich dann auch wieder weitergemacht und bin dort in die Jugendarbeit eingestiegen als Mitarbeiter. Und ja, so zieht sich das eigentlich so durch mein ganzes Leben. Schon mehr oder weniger durch oder durch mein halbes zumindest. Und genau, jetzt bin ich froh, hier zu sein und hier Neues auszuprobieren. Und das ist genau das, was mich auch an der Jugendarbeit so reizt, dass man einfach ganz viel Neues ausprobieren kann. Mhm. Einfach Jugendliche noch so voller Elan und Energie sind und mit denen man einfach ganz viele Sachen ausprobieren kann. Und das macht einfach Spaß. Das freut mich sehr zu hören. Also es ist auch wirklich schön, dass du jetzt hier bist. Und du bist ja jetzt schon so ungefähr einen Monat in Volkenroda. Was gefällt dir bisher jetzt am meisten in Volkenroda? Ja, vorher habe ich ja in Weimar gewohnt. Mhm. Das ist hier ein ganz anderes Leben, weil alles total ruhig ist und man macht das Fenster auf und wenn man überhaupt was hört, dann sind es die Vögel. Ja. Und das genieße ich gerade tatsächlich sehr, diese Ruhe, diese Idylle hier. Und ja, damit geht aber auch einher, dass wenn man mal einkaufen will oder irgendwo doch wohin will, wo mehr los ist, dann muss man gleich sich bewegen. Und ich bin mit dem Fahrrad viel dann unterwegs. Und das finde ich einfach schön, dass man da ein bisschen auch im Zugzwang ist, weil dann macht man es halt einfach. Und ich bewege mich eigentlich sehr gerne im Fahrrad und bin gerne unterwegs, versuche mich da entsprechend immer zu triezen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wo ich Gott auch immer wieder begegnen kann, wo ich manchmal auch auf dem Fahrrad einfach bete und ihm danke, wenn die Sonne scheint und wenn ich einfach die schöne Natur sehen kann. Ja, das ist schön. Und wenn du Gott schon so in der Natur begegnen kannst, gibt es dann auch noch etwas anderes, wo du Beziehung lebst, so mit Jesus? Ja, tatsächlich ist es mir ein großes Anliegen, den Tag mit Gott zu starten. Und das versuche ich wirklich jeden Morgen zu machen. Klappt auch meistens. Ich beginne dann mit einem Gebet und lege Gott einfach den Tag hin und richte mich auf ihn aus, auf seinen Blick auf mir. Und dann lese ich auch Bibel. Das ist mir auch wichtig, einfach um Gottes Wort zu lesen. Ich glaube auch, es ist sehr wertvoll, so den Tag zu starten. Und wo du gerade davon sprichst, dass du gerne Bibel liest, was ist denn dein Lieblingsvers? Oder gibt es eine Bibelstelle, die dich ganz besonders anspricht, die dir sehr ans Herz gewachsen ist? Also natürlich bewegen mich so einige Bibelstellen, welche mir schon jetzt jahrelang immer wieder im Kopf rumschwirrt, ist Philipper 3, Vers 8, wo Paulus von seiner Beziehung zu Jesus spricht. Und das finde ich super spannend und wahnsinnig bewegend, wie er einfach sagt, ja, eigentlich letztendlich die Beziehung zu Jesus ist alles für mich. Mhm. Und das ist alles, wo überhaupt Bedeutung liegt. Und er drückt es sogar so drastisch aus, dass alles andere für ihn wie Müll ist. Und das finde ich echt krass und das spricht so von dieser tiefen Beziehung, die er zu Jesus hat und eigentlich mein Wunsch ist, dass meine Beziehung zu Jesus auch einmal so aussehen wird. Und wo du jetzt so ein Leben mit Jesus gehst, was bedeutet er persönlich für dich? Ja, das ist ja gerade eben schon so ein bisschen angeklungen.
ich hoffe, dass einfach die Bedeutung, die er in meinem Leben spielt, einfach immer größer wird, weil er einfach alles für mich gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben und nicht nur das, er war ja der Sohn Gottes und er hat die Trennung vom Vater auf sich genommen, die wir eigentlich hatten, und die hat er auf sich genommen, er, der eigentlich von Ewigkeit her mit dem Vater verbunden war, und hat das getan, damit ich wieder Verbindung zum Vater haben kann. Er hat quasi die Brücke geschlagen, und deshalb ist er für mich auch ganz persönlich mein Retter. Also nicht nur für die ganze Welt, wie wir es ja auch wissen, aber auch für mich ganz persönlich ist er mein Retter und mein Freund, der mich in jeder Lebenslage begleitet und immer für mich da ist. Und deshalb versuche ich ihm auch, so gut es möglich ist, ihm da, das zurückzugeben, auch wenn ich natürlich weiß, ich werde da nie Vollkommenheit erreichen. Aber ja, das drückt Jesus ein bisschen für mich aus. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne.